nochmal, was ist das Besondere am ESB Pionierlabor? Welche Lücke wird damit gefüllt und welcher Mehrwert wird für wen generiert? Also für mich steckt das Besondere schon im Namen. Es ist einmal Pionier, es sind Pionierarbeiten, Themen, die vielleicht neu sind, neu gedacht sind, anders angegangen werden. Und es ist ein Labor, also das heißt, es wird experimentiert und im Labor funktioniert ja auch nicht immer alles. Diese Erfolgsstories gehen immer mehr auf den Sack, ich kann es nicht mehr tragen. Und stattdessen? Das machen wir gut. Ja, weniger Gockelhaft. Ich finde Gockelmänner sind echt schlimmer. Okay. Weniger gockelhaftes, narzisstisches Erfolgsgebaren zugunsten mehr selbst. Kritischer Prozess. Better done than perfect. Ja. Mhm. Ja, auch aus einer gewissen Distanz heraus. Also es sind Leute hier, die haben vor 10 Jahren oder 12 Jahren beim ISB was gemacht. Es hat sich ja da ganz viel weiterentwickelt. Diese Fülle an Erfahrung, die da reinkommt, in diesen Austausch. Also kreativer Erfahrungsraum. Also ISB Pionierlabor, mitmachen lohnt sich. ISB Live, das ist für mich Pionierlabor. Kongress und Großgruppe ohne viele frontale Belehrungen, sondern in der Kultur einer Kleingruppe. Neues gemeinsam ausprobieren, das ist das ISB-Labor. Viel Neues ist sehr spannend. Das große Sharing-Programm am ISB, jetzt auch im Film. Also für mich ist das Besondere, dass man spannende Ideen gemeinsam entwickeln kann und gestalten kann. Freude am Experimentieren. Ich finde es klasse, dass wir hier beim Pionierlabor persönlich und als Organisation Neues wagen können. Also, come in and find out.